Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von den Minecraft-Minigames oder Mini-Play oder wie auch immer ich das nochmal genannt habe. Wir spielen heute eine Runde Turf Wars, und das ist ein Hai, das ist sehr witzig. Ist mir gerade so nebenbei aufgefallen. Ich bin hier gerade noch als Observer on, man nennt das auch Beobachter, aber Observer hört sich cooler an, weil Englisch ist immer cooler, wisst ihr. Um das Spiel mal ein bisschen zu erklären. Falls das nicht so viele von euch kennen, was ich glaube, weil zumindest nicht so viele Let's Player das bis jetzt gespielt haben. Und zwar mache ich das jetzt auch, bevor das Spiel vorbei ist, weil dann kann ich nichts mehr erklären. Generell gibt es einmal Bauphasen, wo man eben diese Wollblöcke platzieren kann. Und einmal Kriegsphasen, wo man sich eben gegenseitig mit Bögen beschießen kann. Jeder hat standardmäßig einen Bogen mit zwei Pfeilen. Die Pfeile laden sich nacheinander auch immer mehr auf. Also nach 2 Sekunden hat man dann wieder 2 Pfeile. Also man kann aber auch nicht mehr als 2 haben. Also die stacken sich nicht hoch. Und in der Bauphase kann man dann eben sich schön hier die Sachen zusammenbasteln. Und in der Schussphase dann kämpfen. Diese schöne Teppichverhältnis hier sozusagen richtet sich je nachdem, wie das Killverhältnis ist. Also es geht letztendlich doch um Kills. Auf diesem Teppich kann man dann sozusagen bauen und man kann sich auch nur auf seinem Teil des Teppichs bewegen. Das heißt, da könnte jetzt auch nicht einfach jemand vom Team Rot hier drauf gehen, dann wird er zurückgeschleudert. Das hat gerade eben jemand die ganze Zeit gemacht vom Team Blau, falls ihr das gesehen habt. Jeder Schuss ist ein, wie heißt es, One-Kill, habt ihr eben gesehen. Also mit einem Schuss killt man jemanden direkt, wenn man jemanden trifft. Und man kann auch Blöcke zerstören, damit könnte man hier gerade schön sehen. Habe ich zwar nicht absichtlich gemacht, aber was soll's. So, das waren jetzt an sich soweit die Regeln. Und sobald einer eben das Teppich sozusagen das Ende erreicht hat, ist das Spiel vorbei, was in dem Fall jetzt erreicht ist. Boah, das ist ja passend, ein Tutorial endet dann genau. Mensch. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Spiel. Das war nur eine kurze Vorstellung, damit ich da gleich nichts mehr zu sagen muss. So, da sind wir dann auch schon wieder. Es ist übrigens ein anderer Aufnahmetag. Nur damit ihr Bescheid wisst, jetzt ändert sich alles grundlegend für euch, weil ich bin jetzt auch ein bisschen ruhiger. Ich habe nämlich einen extrem harten Tag heute hinter mir. Es ist grausam. Nee, eigentlich nicht, aber es war schon ein bisschen anstrengend. Jetzt betreibe ich hier wieder Real-Life-Talk. Yeah! Aber ich werde diese Folge nicht Real-Life-Talk nennen. Das hatten wir irgendwie schon mal, den Gag. Und zwar hatte ich heute Morgen noch eine Fahrstunde, die ja immer noch geht, dieser scheiß Fahrschuldings. Ey, das ändert sich auch nie, ne? Das geht so langsam voran, vor allem, weil erst mein Fahrlehrer krank war und dann war ich krank und dann baut mich irgend so ein komischer, hirnloser Typ zu. Alles so Sachen, die man nicht braucht. Und deshalb zieht sich das alles noch. Also ich bin jetzt auch schon kurz vorm Ende, aber es ist trotzdem, ne, wie sich das alles immer ziehen muss. Vor allem mit dem Pendel ist das ja ein bisschen doof, weil man dann noch nicht gerade so richtig umziehen kann eigentlich, weil man noch so halb in der anderen Stadt rumhängt. Glaubst du wirklich, ich würde da oben stehen bleiben, bis die Zeit umgeht oder was? Was bist du denn für ein Hirni? Nee, tut mir leid, werde ich nicht tun. So. Och Mann. Oder habe ich... Ah, ich glaube, ich habe ihn noch erwischt. Das war... Hä? Ach, wieder so ein Spawn-Camper hier. Hängt hier rum. Das ist eben die Klasse, die ein bisschen nervig ist. Vor allem ist der extrem schnell. Oder es backt einfach nur rum. Weiß ich nicht genau. Ja, das ist halt ein bisschen so das Doofe an dem gesamten Spiel. Eigentlich ist es ja konzipiert als Sniper-Spiel. Und wenn man dann so ein... Na, endlich hat er ihn erwischt. Meine Fresse. Vor allem, wenn man dann noch so ein Mega-OP-Kit hat... Das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Ja, da hatte ich keinen Fall mehr direkt. Deshalb ging das nicht. Ja, das ist halt natürlich ein bisschen doof, aber kann ich jetzt gerade auch nichts gegen machen, dass hier so viele Leute mit diesen Kids sind. Ich will doch auch nur Sniper-Duelle machen, aber das Spiel lässt mich nicht. Ah, das ist aber schwer, der im Laufen... Yes! Im Laufen erwischt. Yes. Erst noch so für Spannung sorgen, ob man das schafft oder nicht, damit es dann besser wirkt, wenn man ihn dann abschießt. So, jeder, der jetzt hier lang kommt, wird von mir persönlich abgeschossen. Wenn ich nicht vorher abgeschossen werde, heißt das natürlich. Ups. Oh, jemand im Schneemann-Kostüm. So, den Typen lasse ich. Sorry, aber ich lasse dich hier nicht weiter Leute töten. Das kann ich nicht zulassen. Komm nur her. Komm nur her, du Noob. Komm her. Boah, der ist aber auch schnell. Habt ihr es? Ich glaube, der hat das Ultra-Kit, was wieder mal extrem OP ist. Anders kann ich mir das auf jeden Fall nicht vorstellen. Das ist natürlich ein bisschen schade, ne? So, dann müssen wir uns ein bisschen hier verkriechen. Aber ich mache ja auf jeden Fall noch ein Spiel danach hinten dran. Ach, es ist Bauphase gerade. Ach so. Sag das doch gleich. Na gut, das dürfen wir uns eigentlich nicht verbauen. Das stört uns ja nur selber. Gut.
So, wir dürfen uns auf jeden Fall jetzt nicht einfach killen lassen. Hä? Ach, das Spiel ist schon vorbei. Na gut, ja, das ist eben wegen der... Es ist leider jetzt nicht so viel in Sniper-Duellen gekommen. Ich mache auf jeden Fall nochmal eine Runde. Ich hoffe mal, ich muss keine Unterbrechung jetzt dazwischen machen. Das ist irgendwie doof. Gut, ich wollte nämlich eigentlich noch darauf eingehen. Das ist schön, dass ich jetzt noch die Unterbrechung hatte, damit ich mich daran erinnere. Weil ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit gesagt, dass ich, falls mir unter diesen Minecraft-Videos mal Kommentare kommen, dass ich die dann auch in den Videos beantworten und kommentieren und einblenden und alles werde. Und das ist letztes Mal passiert. Der liebe Doms RPG, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich finde, RPG hört sich immer so eingedeutscht an. Naja, hat mir auf meine Frage im letzten Video geantwortet, was denn so an Gamer-Tastaturen so toll ist, in Anführungszeichen. Also warum man sich eine zulegen sollte, was da so Besonderes dran ist oder ob das vielleicht relativ unnötig ist, halt die Meinung dazu. Und hat mir einen ultralangen Kommentar geschrieben, der jetzt ganz kurz eingeblendet wird. So, jetzt auch nicht mehr, weil einfach zu lang ist, den kann ich deshalb auch leider nicht vorlesen. Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du dir so eine Mühe gegeben hast. Also damit habe ich echt nicht gerechnet, dass ehrlich gesagt überhaupt jemand darauf eingeht, weil ich ja generell nicht so viele Kommentare bekomme. Ups. Weil ich eben auch nicht so viele Zuschauer habe. Und das ist schon cool, wenn man einfach so einen Mega-Kommentar bekommt. Vielen, vielen Dank dafür. Hat mich richtig gefreut, als ich den gesehen habe. Und ich habe mir auch vorgenommen, jetzt mal immer so ein paar Fragen zu stellen. Und die dann so, die ihr beantworten könnt, könnt ihr es auch lassen. Und falls ihr sie beantwortet, werden die dann eben in der nächsten Folge vorkommen. Ist doch auch, denke ich mal, ganz nett. Aber was war denn? Ach, den muss ich doch. Ich habe ihn doch getroffen, meine ich doch. Und zwar wollte ich hier jetzt ein bisschen themenmäßig über Weihnachten reden, weil es ist ja schon bald Weihnachtszeit. Wenn der Typ nicht in mich reinläuft, kann ich auch noch Leute abschießen. Dankeschön. So, den erwischt. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ach, dann geht er genau weg. War ja klar. War ja klar. Ist ja gerade noch Adventszeit. Ich habe keine Ahnung. Ich sollte ja theoretisch endlich mal ein paar Wochen eigentlich nicht, mal wieder das hochladen. Und ich war ja eine kurze Zeit jetzt krank, leider. Also eigentlich kurze Zeit, eine Woche. Und am Wochenende danach musste ich dann halt das ganze Zeug aufarbeiten, was ich verpasst habe in der Uni. Weil eine Woche ist schon ein bisschen was man verpasst. Und deshalb fang ich sozusagen jetzt erst richtig an. Musste dann gerade noch ein Referat machen. Natürlich einen Tag vorher, ist logisch. Und ihr merkt schon, das Thema ist richtig weihnachtlich. Na gut, gehen wir langsam mal wieder rüber zum Weihnachtlichen, denke ich mal. Ist nur ein bisschen schwer, sich so auf das Thema zu konzentrieren und gleichzeitig Leute abzuschießen. Deshalb übe ich das ja, wie gesagt, auch ein bisschen damit, damit ich eben auch mich LP-mäßig verbessern kann und dann der ultimative, beste, coolste Let's Player der ganzen Welt werde. Nee, aber mich schon ein bisschen verbessern kann dadurch, ne? Nun ja, wie auch immer, es ist ja bald Weihnachten und ich muss sagen, dass ich persönlich noch nicht so wirklich in Weihnachtsstimmung bin eigentlich. Also es gibt ja schon welche, die schon, yay, Weihnachten und hier überall Weihnachtsdekorationen und alles Mögliche und sich auf jeden Tag freuen und so. War ja auch als Kind irgendwie viel mehr so, fand ich, dass man sich gedacht hat, yay, nur noch so und so viele Tage und Adventskalender und yeah und das ist alles voll cool. Ach so, es ist Bauzeit. Ist bei mir jetzt irgendwie gar nicht so. Also ich habe vielleicht auch den Anfang ein bisschen verschlafen, eben damit, dass ich krank war und deshalb dann, oh Mist, das ist ja ungünstig gewesen, dass gerade alles weggesprengt worden ist. Und dementsprechend dann auch ziemlich viel verpasst habe natürlich. Das ist halt auch ziemlich schade letztendlich gewesen. Ich bin halt irgendwie, ich weiß nicht, also ich weiß, klar, es ist Adventszeit, aber ich fühle mich irgendwie nicht so. Ich fühle mich auch nicht wirklich weihnachtsmäßig. Finde ich auch selbst ein bisschen schade, weil es ist ja schon irgendwie, die Freude daran ist ja schon das, was irgendwie so am wertvollsten ist, sage ich mal, in der ganzen Zeit. Oder auch die ganzen, was damit halt einhergeht, ne? Also dieses Gefühl, dass man, es ist eben, keine Ahnung, wie soll man das beschreiben? Halt so ein Gefühl von Weihnachten irgendwie, weil es ist ja auch, auch wenn es ja offensichtlich immer die Geschenke sind, die fröhlich machen, es soll ja auch eigentlich darum gehen, dass wir alle in Frieden und Harmonie miteinander leben. Nee, dass man sich auch ein bisschen halt eine Freude macht. Und das kann ja alles Mögliche sein. Das muss ja jetzt nicht irgendwas verdammt Teures sein, dass man einfach ein bisschen Spaß zusammen hat, mal sich gegenseitig beschenkt und weil Beschenken ja eigentlich auch glücklich macht. Und wird ja auch ein bisschen vergessen meistens. Und dass man dann einfach, ich spawne die, campe die jetzt einfach alle weg. Und ich weiß auch nicht, ich bin einfach da noch nicht drin. Also ich war jetzt auch noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt, das muss ich dann auf jeden Fall mal nachholen, wenn ich nicht von dem Typen erschlagen werde, was ich nicht werde, das ist schön. Damit ich dann auch endlich mal so ein bisschen reinkomme, dann mit ein paar Freunden einfach ein bisschen abhängen am Weihnachtsmarkt, dann wird das schon, glaube ich. Ich kann gerade irgendwie den Boden nicht mehr spannen, ich weiß nicht wieso.
Keine Ahnung. Naja, egal. Also, und meine Frage für dieses Mal wäre denn, die, wie gesagt, wenn ihr beantwortet, kommt ihr in der nächsten Folge vor und wenn nicht, kommt ihr eben nicht in der nächsten Folge vor und ihr habt eine der größten Chancen eures ganzen Lebens verstört. Okay, jetzt haben wir wieder, wir haben immer noch Bauzeit, okay. Ich musste gerade so rumwedeln mit der Maus, um die Deutlichkeit, um das wirklich deutlich zu machen, was ich meine. Boah, wieso konnte ich den gerade nicht abschießen? Ist vorbei. Na gut, dann haben wir doch immer ein Spiel gewonnen, ist doch schön. Kann ich gleich auch nochmal gucken, wie viele Kills ich habe. Auf jeden Fall werde ich dann auch mal über einen Weihnachtsmarkt schlendern. Und meine Frage an euch wäre denn, seid ihr denn schon so in Weihnachtsstimmung? Also denkt ihr schon, yay, Geschenke, noch so und so viele Tage bis Weihnachten und Adventskalender und yay. Oder seid ihr auch eher so, nee, Weihnachten, ja, okay, ist bald, Geschenke sind cool, aber ansonsten, ne. Würde ich mal so interessieren, wie da bei euch so der Stand ist. Und der kommt dann, wie gesagt, in der nächsten Folge vor. Ich sollte noch 10-mal sagen, dass er in der nächsten Folge vorkommt. Also er würde in der nächsten Folge vorkommen. Außerdem würde er noch in der nächsten Folge vorkommen. Habe ich schon gesagt, dass er in der nächsten Folge vorkommt? Ach, er würde noch in der nächsten Folge vorkommen, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Nee, keine Ahnung, ich wiederhole das immer automatisch. Das ist so in meinem Gehirn jetzt drin, dass ich das bei jedem zweiten Satz in der Folge wiederholen. In der Folge wiederholen, in der Folge wiederholen, in der Folge wiederholen. Mir geht's gut. Ja, mir geht's gut. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel Zeit ich noch habe. Ob ich jetzt eigentlich mittendrin aufhören müsste, wahrscheinlich. Wie auch immer, ich versuche jetzt mal von oben, das hat sich nämlich bei der Map ganz gut erwiesen, von unten nach oben sozusagen abzusnipen, weil man auch von oben immer ein bisschen den Schutz hat durch diese Wand. Mal gucken, ob das funktionieren wird, so wie ich mir das vorstelle, oder grandios versagen wird. Wir werden es sehen. So. Ach ja, bevor ich es vergesse, noch ein paar Worte zu Last Man Standing 2. Das ist ja jetzt schon wieder Ewigkeiten her. War auch eigentlich geplant, dass ich das ein bisschen früher drauf eingehe, aber ne, ging halt nicht. Weil mir persönlich hat das schon richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Beim Zugucken, auch wenn es jetzt, also von manchen wurde ja kritisiert, der Typ ist auch immer im gegnerischen Team von mir, immer, dass es so ein bisschen zu ordentlich war sozusagen. Also es war ja tatsächlich teilweise der Kritikpunkt, dass so ein bisschen mehr in Richtung Fernsehen ging, von wegen, ja, gehen wir zusammen mal dahin und dahin und so, ne? War ja jetzt auch ein bisschen so eine Masche da, dass sie sich ein bisschen cool vorstellen konnten. Ja, das ist unser Studio und wir sind alle total cool und fresh und awesome. Ups. Na gut, das jetzt vielleicht nicht, aber... Das jetzt vielleicht nicht, aber so von der Idee her, ne? Aber was mich da jetzt am meisten gestört hat, also Spiele und alles fand ich mega cool. Ich fand auch das Paintball-Zeugs cool. Das Einzige, was mich dabei noch gestört hat, war, dass einfach keiner irgendwie richtig Bescheid wusste, was eigentlich die Spiele anging. Ich meine, wenn du Moderator bist, musst du auch zumindest ungefähr wissen, in welcher Reihenfolge die Spiele kommen. Oder wie die Spiele funktionieren. Also, du musst ja jetzt auch nicht auf alles Gaming-Technische vorbereitet sein, aber zumindest weißt, worum es geht. Weißt du? Und das hat man einfach fast gar nicht gehabt. Bei den Moderatoren, keine Ahnung, wie die hießen, habe ich schon vergessen. Also, sie haben auch nicht so einen mega großen Eindruck hinterlassen. Offensichtlich. Macht bei den Moderatoren bei mir auch eigentlich... Ist auch nicht wirklich Standard, dass ich mir die merke, aber... Außer den Herrn Steven Gärtchen von Schlag den Raab, der das total zerstört hat. Ha, ich habe dich gerettet. Yeah! Langsam habe ich drauf. Komm her! Ah, der dritte wäre dann auch zu viel gewesen, auf jeden Fall. Naja. Wir haben wieder Bauzeit, das heißt, ich kann wieder über das eigentliche Thema reden. Ja. Das war so an sich mein Kritikpunkt an sich. Also es war, ja, das war halt irgendwie nervig. Ich meine, der... Oh Mist, wenn ich jetzt den Namen falsch sage, ist es peinlich, ne? Wie heißt er nochmal? Ach man, ich komme nicht mehr drauf. Der Typ von den Alchemisten. Ne, Benny, genau. Ja, jetzt habe ich es wieder. Benny von den Alchemisten war der Einzige, der Ahnung hatte. Ist übrigens ein cooler Kanal, die machen coole Musik und haben ja auch GTA Online teilweise mitgespielt mit den Super-Homies. Denn ist auf jeden Fall richtig sympathisch gewesen und war der Einzige, der Ahnung hatte, weil ganz ehrlich, das ist doch... Auch wenn es Internet ist, du musst doch als Moderator zumindest Ahnung haben... So grob, worum geht's bei dem Spiel überhaupt? Sonst hast du ja auch irgendwie so ein bisschen verpeilt irgendwie den Sinn von der Show. Naja, aber das kam jetzt vielleicht ein bisschen negativ rüber. Mir persönlich hat es trotzdem richtig Spaß gemacht. Hab zusammen mit meinem Cousin geguckt bei mir zu Hause. Und das hat mir auf jeden Fall, das war schon cool. Also die Spiele waren auch cool, dann auch mit den Sounds, die waren ja auch diesmal viel besser. Also beim ersten Last Man Standing hat man ja so... Gefühl habe, alle reden einfach nur durcheinander. Das war schon ein bisschen besser getimed. Auch wenn man teilweise ein bisschen was dann im Hintergrund gehört hat. Das war, soweit ich mich noch erinnere, bei FIFA.
Wo der Devitor im Hintergrund irgendwas über seine neuen Projekte erzählt hat. Und dann, die spielen dann so gerade und erzählen so, ja, dann pass mir den. Und der so im Hintergrund, ja, ja, und dann habe ich noch so zwei neue Projekte parallel am Laufen und so. Das noch so leise im Hintergrund, das war echt unglaublich witzig. Aber auch sonst, na, das waren die Spielauswahl, die war schon cool. Nur die Punktevergabe, ne, ich meine, hat sich schon so gut wie jeder drüber aufgeregt, der darüber gesprochen hat. Ne, ich meine, erstmal das Shooter so viel bekommen und das Just Dance, also dieses Tanzspiel, alleine, glaube ich, 5 Punkte gebracht hat, war ja auch ein bisschen krank irgendwie. Ich meine, ob es so schwierig war, wäre gewesen, einfach mal für jedes Spiel 1 Punkt zu geben und fertig. Aber nein, man muss es komplizierter machen und dass eben letztendlich auch dieses Paintball-Spiel so unglaublich viel, ja... Ja, es hat so ein bisschen dieses Punktverhältnis zerstört einfach. Ich meine, wenn man Paintball halbwegs gewinnt, hat man schon quasi alle Punkte der vorigen Spiele schon mit. Also es war einfach voll übertrieben. Verdientermaßen hätte eigentlich auch ich als Gronkh und LPT Live-Fan, muss das ja auch sagen, verdientermaßen hätte trotzdem der Pete-Smith gewonnen. Allein wegen der Spiele, da waren sie halt total gut. War auch von Anfang eigentlich klar, weil die noch... Ja, also erstmal spielen die halt auch häufiger zusammen. Ich meine, außer Gronkh und Sarraza, wann spielen die schon mal zusammen, ne? Und die sind auch die klassischen, in Shooter-Spielen sind die auch so sehr bewandert, sage ich mal so, um es schön zu formulieren. Also die kennen sich da ja schon aus, so ist es ja nicht, ne? Und dementsprechend war auch klar, weil die einfach so, mal gucken, wer als erster stirbt. Wir machen jetzt voll das Duell mit Niklas hier. Du bist mega unauffällig. So, yes. Ich bin männlich. Ja, okay, wollte ich nur mal so gesagt haben. Komm her. Ja, ist manchmal ein bisschen doof, dass man die Attacken nicht so richtig... Oh. Also ihr merkt, wenn ich über ein Thema reden kann, dann führt das generell zu nichts. So. Ist vielleicht auch gar nicht so schlechte Idee, dass die zumindest die Spawns nicht so ganz zugänglich bauen, damit man zumindest weiß, von wo sie reinlaufen können, wenn sie denn reinlaufen. Na gut, der hat sich so viel bewegt, das war schwierig. Also wenn ich über ein Thema anfange, dann höre ich niemals auf, indem ich es richtig bearbeite und dann richtig aufhöre. Nein, ich labere erstmal 10 Stunden dazwischen. Nee, da musst du schon besser ziehen, wenn du mich kriegen willst. So. Ah, die bewegen sich. Also das Problem ist halt, die zu treffen, wenn die so viel rumlaufen. Dich muss ich jetzt eigentlich kriegen, ja, meine ich ja. Dann ist es wirklich nicht so einfach, auch bei Minecraft. Aber das finde ich auf jeden Fall cool, dass es dieses Spiel überhaupt gibt. Das habe ich erst letztens gefunden. Ups. Aber schade, dass diese Klasse halt da alles zerstört. Zerstört! Also die Infiltrator-Klasse, die wir eben hatten, die halt mit dem Eisenschwert herumgelaufen ist. Aber ich habe ja eben, langsam bekomme ich glaube ich auch schon raus, wie man damit umgehen muss. Also muss halt abwarten und dann letztendlich direkt losballern, solange sie noch 1 Meter vor einem sind ungefähr. So, wir haben uns auf jeden Fall schon ziemlich vorbearbeitet, wie es aussieht. Noch 7 Sekunden Kampfzeit, die nutzen wir mal, um die dann ein bisschen zu terrorisieren. Noch 2 Sekunden und 0. So, dann bauen wir hier mal so ein bisschen was auf. Wir haben ja leider nur 17 Sekunden. Zup, bauen wir jetzt mal so eine kleine Stellung hier auf. So. Das machen wir mal weg. Obwohl, von da oben ist ein bisschen problematisch, ne? Der snipet uns doch hundertprozentig weg. Ich habe gerade zu viel Fassbrause getrunken. Yay, ich bekomme 10 Euro vom Fassbrause dafür, dass ich das gesagt habe, weil ich so viele Views habe. Ich mag Fassbrause. Ja, ich stehe dazu. Was dem einen sein Vitamals ist, ist halt meine Fassbrause. Ganz kleine Anspielung auf ungespielt. Nee, also es war... Ups. So, jetzt warten wir, bis die alle da hochkommen, dann ballern wir sie alle nacheinander ab. Ach man, der ist noch rechtzeitig zurückgegangen. Schade. Ich persönlich finde es ja hier oben so ein bisschen unübersichtlich. Ah, der ist gut. Aber ich glaube, er ist gestorben. Ah doch, ich habe ihn doch getötet. Ich dachte schon, der wäre so gut und wäre die ganze Zeit ausgewichen. Ups. Weil hier hat man ja irgendwie den Eiseffekt. Merkt ihr ja, wenn man hier drauf geht. Wahrscheinlich nicht so stark wie ich, aber ihr merkt es wahrscheinlich auch, dass man den Eiseffekt hier hat, wenn man draufläuft. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger, so abzuhauen. Einfach die ganze Zeit in den Spawn reinschießen. Beste Taktik. Vor allem, weil ich ja so viel vom Spawn treffe gerade. Gut, aber ein bisschen Zeit, das müssen wir zu Ende bringen, los! Und noch einer, der AFK ist. Komm! Ach man, schade. Zu schlecht gezielt. So, jetzt den. Perfekt. Und jetzt den da unten. Jo, und jetzt den da unten. Sniping, bis der Arzt kommt. Oh, wer ist da gekrepiert? Von wo? Keine von unten. Oder von wo kam er? Ich bin verwirrt! Na gut, egal. So, ja, von da rings ist noch einer. Okay. Jetzt habe ich ihn gesehen. Kriegt man, glaube ich, keinen Fallschaden, ne? Meine ich.
So, kommst du denn noch? Kommst du denn noch? Da ist auch noch einer. Na, ich dachte, der würde jetzt gleich zu mir kommen. Aber tut er wohl doch nicht. Na gut, dann eben nicht. Dann eben nicht. Also zumindest Bauchzeit. Hier drauf kann man leider nichts bauen. Das finde ich auch ein bisschen doof. Also es ist ja eigentlich über blau, aber man kann halt nur über blauer Wolle bauen. Das ist halt ein bisschen schade. Aber gut, das würde das Ganze sonst auch ein bisschen kaputt machen, glaube ich. So, ziehen wir den doch schon mal an. Oh, schon fängt schon wieder an. Ach, Mann. Ah, doch, habe ich doch noch getroffen. So, die kann man von oben schön... Ah, ich darf nicht so lange an einer Stelle bleiben. Sonst macht man sich natürlich zum ziemlich leichten Ziel. Jo, den einen haben wir auch noch. Die da unten. Ach, komm schon. Ach, Mann. Ja, wenn sie weglaufen, ist es nicht so einfach. So, jetzt dich aber. Jo, dich habe ich. Ist den da unten. Dann sind wir auch schon... Haben wir auch schon ein bisschen weitergebracht. Aber leider scheinen die anderen ja dauernd zu krepieren. Ich bin, glaube ich, noch kein einziges Mal gestorben. Aber wenn die anderen sich so schlecht anstellen, kann man das alleine natürlich zwar verbessern, aber auch nicht selber raushauen. Ist zwar ein bisschen schade, aber da kann man natürlich nichts dran ändern. Aber das macht das Ganze natürlich auch spannender. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange die Aufnahme schon läuft. Vielleicht mache ich es auch auf zwei Parts. Ups. Die dann aber auch ein bisschen näher kommen. Also näher aneinander kommen, weil ich wäre dann auch schließlich noch... Ah, da habe ich den natürlich voll vorgewarnt, weil ich daneben geschossen habe. Und einen Block zerstört habe. Aber es ging doch noch. So, das war's übrigens jetzt mit dem Thema, ne? Das Thema ist gegessen für heute. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ups. Fragt mich bitte nicht, warum ich im wahrsten Sinne des Wortes gesagt habe. Solche Wörter kommen einfach bei mir mal raus. Aber wir haben auf jeden Fall keinen mit OP-Kids gegen uns momentan. Ach, schade, hätte ich noch getroffen. Gut, das war's auf jeden Fall, glaube ich, dann. Ich werde mir gleich noch, werde jetzt noch ein bisschen warten, um mir meine Kills mal anzugucken, weil mich mal interessiert, das lief ja eigentlich ganz gut, wie viel ich diesmal habe. 14, ja, 14... KD von 14. Ja, läuft. Oder wahrscheinlich bin ich sogar einmal gestorben und hab's nur vergessen. Ich bringe es immer durcheinander, wenn man so mehrere Spiele direkt hintereinander spielt. Die was kürzer sind, dann kommt man da ein bisschen durcheinander. War auf jeden Fall cool. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann mit vielleicht ein bisschen mehr Weihnachtsthema. Nicht so ein 16. so Weihnachten. Naja, wir sehen uns vielleicht... Und übrigens diese Themafragen soll ich jetzt nicht dazu abbringen, nur zu diesem Thema was zu sagen, also dazu abbringen, zu einem anderen Thema was zu schreiben. Ihr könnt natürlich immer noch schreiben, was ihr wollt, und ihr kommt auch mit allem hier rein, wenn ihr was schreibt. Das ist nur ein bisschen, ja, so eine Themenvorgabe, dann können wir es vielleicht, wenn ich mich irgendwann mal zusammengerissen kriege und auch so weit fortgebildet bin in meinem Let's Play, dass ich sowas auch durchziehen kann und nicht dauernd abbreche, auch bei so actionreichen Spielen. Dann kriegen wir das auch hin, ne? Dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und fröhliche Adventszeit euch allen. Tschüss!